Lutheran Church auf der East 88th Street im Herzen von Yorkville stellt das deutsche Erbe dieser Gemeinde eindrucksvoll unter Beweis. Die Gemeinde der Emmanuel Lutheran Church schloss sich im Jahr 1863 zusammen. Aufgrund eines Zerwürfnisses verließen viele Mitglieder sowie der Pastor die Gemeinde 2 Jahre später und gründeten anderswo eine neue Kirche. Trotz dieses Umstands wuchs die Gemeinde aufgrund des Zuzugs deutscher Bewohner in die Gegend schnell an. Als die ursprüngliche Kirche, ein kleines, hölzernes Gotteshaus auf der 87. Straße, zu klein wurde, ließ man auf der 88. Straße im Jahr 1885 ein neues Gebäude im gotischen Stil errichten. Es erinnert an viele alte Kirchen in Europa. Zur Kirche gehört ein mehr als 200 Fuß hoher Turm mit 3 Glocken. Die deutsche Kaiserin Augusta stiftete diese Glocken der Kirche und taufte sie nach den Grundsätzen der Kirche Glaube, Liebe und Hoffnung. Im Innenraum kann man heute noch die original handgeschnitzte Kanzel bewundern, die für die Gemeinde im Schwarzwald in Deutschland gefertigt wurde. Im Laufe der Jahre erlitt die Kirche einige strukturelle Schäden, die renoviert werden mussten. Im Jahr 1969 brach ein 30 Meter langer Teil des Dachs ein und beschädigte den Innenchor sowie mehrere Kirchenbänke. Verursacht wurde dieser Schaden wahrscheinlich durch Bauarbeiten auf der Lexington Avenue. Dieser Umstand konnte jedoch niemals eindeutig festgestellt werden. Als das Kaufhaus Gimbel im Jahr 1973 mit Dynamit gesprengt wurde, erlitt das Langhaus schwere Schäden. Auch die meisten Glasscheiben zerbrachen dadurch. Zu einem späteren Zeitpunkt im selben Jahr wurden sie durch neue, vom belgischen Künstler Benoît Guilsol entworfene Fenster ersetzt. Heute finden in der Kirche während des ganzen Jahres viele Konzerte mit Künstlern ersten Ranges statt. Auch die Midtown Concerts, Veranstaltungsreihe, die sich auf historische und frühe Musik spezialisiert, zieht Besucher zu ihren Gratiskonzerten an.